Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale 2. Ja, ich habe mich noch mal ein bisschen wegen der Framerate-Einbrüche versucht zu informieren, aber es ist vermutlich nichts dabei rumgekommen. Verschlossen. Uns wurde auch gesagt, wir dürfen uns hier alles angucken. Das heißt für mich auch, ich darf verschlossene Türen öffnen. Was machst du denn hier drin? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wenn. Hey! Also, das. Was macht ihr eigentlich hier? Die Türen sollten doch immer versperrt sein. Ich erforsche das Kloster. Nee. Ja, das stimmt. Zwinker, zwinker, was? Ich heiße Wen. Und ich bin keines dieser griesgrämigen Mönchleins. Ich bin ein Dieb und will das Grabmal des Schwarzen Raben plündern. Wie wäre es mit einem Anteil der Beute? Offenbar könnte ich Hilfe gebrauchen. Nein. Ihr wollt wohl selbst die ganze Beute einstreifen, was? So ein Dreck. Hätte ich nie gedacht. Nun, mit jemandem wie euch will ich mich lieber nicht anlegen. Also dann will ich mal gehen. Ich wünsche euch alles Pech der Welt. Elender Bastard. Stehen geblieben. Ich bin auch nicht fertig mit euch. Kommt schon, das bringt doch nichts. Hier, nehmt diesen prächtigen Ring als Abschiedsgeschenk, den ich einem Mönchlein abgenommen habe. Und lasst mich in Ruhe. Dann wünsch ich mal leb wohl und nicht den ganzen Müll und verrottet in Frieden, ja? Ich denke nicht, wenn. Na, das ist dann halt euer Problemchen. Bekommt halt den Ring nicht und ich verzische mich, dass es nur so rauscht. Aus einer brenzligen Situation abzudampfen ist meine Spezialität. Könnt es euch also abschminken, mich zu verfolgen? Bringt ja doch nichts. Nee. Was soll das denn jetzt? Hält den vielleicht mal jemand auf? Gut, dann halt nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Okay, alles ja, verschlossen. Wir gucken mal nach Fallen. Scheint nicht so zu sein. Ja, wir nehmen ja seit jeher alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Also, warum damit aufhören? Es funktioniert. Und das soll mir reichen. Kampfstab, Wurfmesser, nur vom Feinsten. Wenn ihr wollt. Hey, wir haben da jemanden getroffen, der euch beklauen wollte. Da bist du ja gerade ganz komisch angerannt gekommen. Hier, mal gucken, vielleicht sagt der ja was dazu. Habt ihr schon mit Aruma gesprochen? Was hat sie gesagt? Wir hatten ein paar Fragen, dann leb wohl, du weißt nichts Neues. Mönch? Mönch, was sagt denn so ein normaler Mönch? Glück auf! Wie kann ich euch helfen, damit ihr euch selbst helfen könnt? Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Wenn ihr nach Informationen über die Geschichte und Glaubensgrundsätze des Klosters sucht, sprecht mit Beret. Er hält sich in der Bibliothek auf. Wenn ihr dem Orden beitreten wollt, sprecht mit Aruma, der amtierenden Archimandriten. Sie hält sich normalerweise in ihren Räumlichkeiten auf. Amtierende Archimandritin, was auch immer. Der Archimandrit bekleidet den höchsten Rang im Schwarzen Rabenkloster. Da Ormes, unser Archimandrit, abwesend ist, hält Aruma bis zu seiner Rückkehr den Rang der amtierenden Archimandriten inne. Kann ich mich hier ausruhen? Wenn ihr ruhen wollt, sprecht mit Seersa in den Unterkünften, in diesem Stockwerk. Wenn ihr Vorräte benötigt oder der Heilung bedürft, sprecht mit Nonnen
mit Noten in der Küche. Was könnt ihr mir über diesen Ort hier erzählen? Nix, ne? Will noch Informationen? Ja, alles klar. Lebt wohl. Bitte kehrt doch zu Salisam zurück, nachdem ihr mit Aruma gesprochen habt. Boah, Mann, tratscht der hier rum oder was, dass jeder das weiß? Wer bist du? Bin schon unterwegs. Ich dachte, wir treffen ja auch noch unsere Freundchen. Achso, das ist der in der Bibliothek berät. Ja, sag mal was hier. Können wir dich beklauen? Glück auf, ich bin Beret, der Kustos der Klosterbibliothek. Ich schätze, ihr habt Fragen über unser Kloster, ja? Oder wollt ihr vielleicht ein Buch oder eine Schriftrolle erwerben? Ja, ich hätte da ein paar Fragen über das Kloster. Valas Belaim del Fram. Der Schwarze Rabe gründete das Schwarzrabenkloster vor mehr als 13 Jahrzehnten. Bis zum heutigen Tag treten wir für seine Ideale ein. Seine Philosophie vertritt die Bedeutung der Unabhängigkeit, des Kampfes gegen Sklaverei und Gefangenschaft und das Streben nach körperlicher und geistiger Vervollkommnung. Ja, mir wird immer klarer, dass wir für sie die Dörger auslöschen sollen. Dann erzählt mir von Valas, dem schwarzen Raben. Valas war ein Mischling, zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Drow. Er war ein Sklave im Unterreich. Es gelang ihm, seinen grausamen Herrn zu entfliehen. Er kämpfte sich den Weg zur Oberfläche frei. Seine einzigen Waffen waren seine bloßen Hände und die Ketten, die sie einst gebunden hatten und noch immer von seinen Handgelenken hingen. Der Name des Halbdrow war Valas Belaim del Fram, was so viel heißt wie Valas Sklave von Farm. Als Kind war Valar ein Hausdiener der Leuen, aber er wuchs bald zu einem zähen und starken Jugendlichen heran. Die meisten Häuser im Unterreich scheuen davor zurück, sich so mächtige Sklaven zu halten. Valas ging bei einem Wettstreit in die Farm, an ein verfeindetes Haus. Diese ließen ihn schon deswegen am Leben, um die Leuen stets an ihre Niederlage zu erinnern. Valas wurde der größte Champion der Gladiatorenstallungen von Haus Farm. Wenn man es genau nimmt, war er sogar der mächtigste Gladiator von ganz Rilauven. Dann gelang ihm die Flucht. Ein Augenblick. Rilauven? Was, das kennen wir? Ja, erzähl mal. Ah, verzeiht bitte. Rilauven ist eine Stadt der Drow und liegt im Unterreich. Dort war Valas Sklave und Gladiator. Soll ich jetzt fortfahren? Ja, bitte. In den zahlreichen Jahrzehnten, die er in der majestätischen, von einer Kuppel überdachten Arena der Stadt um sein Leben kämpfen musste, erlangte Valas seine legendären Fertigkeiten im Kampf. Valas floh aus Rilauven und erreichte beim Grat der Welt die Oberfläche. Dort, wo der Schwarzrabenfluss entspringt, genau hier, wo dieses Kloster steht. Sein Grabmal liegt unter dem Kloster direkt neben jenem legendären Tunnel, durch den er dem Unterreich entflohen ist. Moment, kann ich diesen Durchgang benutzen? Nein, das ist allen verboten, die nicht unserem Orden angehören oder mit uns verbündet sind. Wie werde ich ein Mitglied oder ein Verbündeter des Klosters? Dazu müssen wir mit Aruma Blaine sprechen. Sie ist für den Ablauf zuständig. Sobald ihr akzeptiert wurdet, müsst ihr erst die 8 Kammern meistern, bevor ihr als wahrer Mönch oder Verbündeter des Klosters geltet. Die 8 Kammern? Es handelt sich um mehrere Herausforderungen, die geschaffen wurden, um jene ohne entsprechende Fertigkeit oder Willensstärke auszusieben. Jene, die nicht würdig sind, unserem Orden anzugehören. Sie liegen unter diesem Stockwerk.
Dort, wo Morohem, der Meister der Kammern, über jene wacht, die dem Test auf sich nehmen wollen. Ich verstehe, sprecht weiter. Das ist eine lange Geschichte. Sie erzählt von den Utgard-Barbaren und die Valas, und wie Valas den Namen des Schwarzen Rabens errang. Von seinen Reisen und Abenteuern auf ganz Ferun, wie er Studenten um sich sammelte und wie er hierher zurückkehrte, um das Kloster zu begründen. Sind wir dennoch an der Geschichte interessiert? Ja, das sind wir. Denke ich zumindest. Ich entscheide das für uns alle mal mit. Also gut, Valas besteht darauf, dass wir uns nur auf uns selbst verlassen dürfen. Deswegen muss ich das Gleiche von euch verlangen. In den Regalen findet ihr ein Buch mit dem Titel Valas, der schwarze Rabe. In diesem Buch findet ihr den Rest von Valas Geschichte. Was sind die Grundprinzipien eures Glaubens? Wenn es sein muss, mit Gewalt gegen Sklaverei und Gefangenschaft jeder Art zu kämpfen. Wenn ein Krimineller bestraft werden muss, möge er bestraft werden. Doch es ist niemals gestattet, einer Person ihre körperliche Freiheit zu nehmen. Diener sorgen dafür, dass das Leben ihrer Herren um vieles leichter wird. Deswegen müssen Diener auch angemessen behandelt werden, und zwar mit Güte, Respekt und Wertschätzung. Und außerdem sollen wir die Politik stets sorgsam beobachten, aber ihr immer misstrauisch gegenüberstehen. In der Vergangenheit ist es zu oft passiert, dass verlogene Politiker Valas Glaubensgrundsätze auf subtile Art und Weise gegen ihn verwendet haben, ihn hereinlegten, auf dass er ihre eigenen selbstsüchtigen Ziele förderte. Das sind all unsere Richtlinien. Dann erzählt mir von Valar, dem schwarzen Raben. Wie tritt man dem Kloster bei? Dazu müsst ihr mit eurem, ja, das acht Kammern, das genau war Mischling, der erste Mensch, das wissen wir auch schon. Weiter. 2, 1, 2, 1. Welche interessanten Bücher und Schriftrollen habt ihr denn hier? Aha, Leitfarben des Gläubigen. Speziell, der Träger kann einmal täglich Gebet wirken. Ja, ist ja ganz interessant, wie man Abenteurer wird. Das geradezu absurd dicke und schwere Buch, das eher eine Sammlung von einzelnen Abhandlungen über die verschiedenen Themen darstellt, behauptet von sich, ein umfassendes Handbuch über die prächtige Kunst des erfolgreichen Abenteurerlebens zu sein. Man findet darin unter anderem folgende Kapitel. Ja, alles klar. Es ist ja ganz witzig. Gefolgsleute, ja, loyale Gefährten oder stinkende Packesel. Ich glaube, sie haben ihre Spiele selber gespielt, oder? Auf Du und Du mit eurer Prestigeklasse. 101 Anwendungsmöglichkeiten für eine 3 Meter lange Stange. Katapulte, ja, die Dinge schießen wirklich so verdammt weit. Wie man den Gruppenschurken am besten ausnutzt. Die Zunderbox von heute. Und ihr habt gedacht, man könne damit nur Fackeln entzünden. Interessante Gewölbe. Eine Halle des Zwergenkönigs Stinkender Peter und sein lausig bewachtes Gold. Die Höhle der tiefen und festschlafenden Monster. Der Turm von Erzmagier Durchfall Wosley, der auf der Nudelsuppe dahergeschwommen kam. Das Lagerhaus der magischen Gegenstände. Die hölzerne Zitadelle von Darmos, dem alten und verkrüppelten Kriegsherrn. Oh Mann, Onkel Daniels Küche und viele mehr. Gewölbe, die man wie die Krätze meiden sollte. Die eiserne Festung von Blue Day, dem Seelenverschlinger. Dominara, das neunstöckige Freudenhaus der Eirinnen. Oh nein, das Gewölbe der grausigen Ausweidung.
keine Gnade und kein Gewinsel gestattet. Flüssen das noch? Auch nicht mehr viel. Die blutrote Höllengrube des milliardenfachen elenden Todes, das Arbeitszimmer von Onkel Uwe und vieles mehr. Ihr und eure Laterne. 12 Anwendungsmöglichkeiten für 12 Eisenhaken. 99 Anwendungsmöglichkeiten für den kleinen Eisenhammer, den ihr zusammen mit den kleinen Eisenhaken gekauft habt. Hey, es gibt keinen Grund, es zu leugnen. In Wahrheit seid ihr alle neutral böse. Die bezaubernde Tochter des Königs. Anschauen ja, grapschen nein. Steckt eure Hand bloß nicht in das dunkle Loch da. Und über 80 weitere informationsreiche Kapitel, in denen alle Aspekte des Abenteuerlebens von Horten von Schätzen über das Wirken von Zaubern und tapfere heroischen. Ist auch. Speziell, der Leser erhält Erfahrungspunkte. Das Buch verschwindet nach der Anwendung. Ey, das will ich haben. Wie viel kostet das? Wie soll ich mir das jeweils leisten? Fieser Spaß, ey. Die 10.000 Erfahrungspunkte sind mir dabei sogar noch egal. Es geht eigentlich nur um das Buch. Es ist fast schon zu schade, um es zu lesen. Was ist das denn? Obszönes Buch. Eigenschaften. Wenn man das Buch verwendet, wirkt es Schutz vor Bösen und Chaoshäuser gleichzeitig. Leitfaden des Geheiligten, Vers des Gläubigers, Leitfaden der Heldentaten. Was machen die Bücher denn so? Erleuchtung wirken, eigentlich Gebet wirken. Ja, ist gar nicht mal so interessant, wenn man genau drüber nachdenkt. Wir müssen nochmal hier reingucken. Über die Gewaltlosigkeit. Ja, wir haben jetzt sehr viel Zeit hier. War das Schwarzrabe? Ja, das sollten wir uns vielleicht mal angucken. Vielleicht hilft uns das hier drin auch mal, gerade bei den Prüfungen. Philosophie von Karatur. Nehmen wir alle dreimal. Wenn die hier liegen und er schon sagt, dass wir das eine Buch doch vielleicht lesen sollen, ist es vielleicht gar nicht so unnütz, die doch mal gelesen zu haben. Valla der Schwarze Rabe. Das Werk beschreibt die Geschichte von Valla Balaem Delpharm, dem Schwarzen Raben und die des Schwarzrabenklosters. Das Kloster wurde im Jahre 1181 TZ errichtet, gegründet von einem halben Menschen, einem Halb-Drow-Sklaven, der seinen grausamen Meistern in der Unterwelt entkommen war und sich den Weg an die Welt der Oberfläche und in die Freiheit mit nicht mehr als seinen bloßen Händen und den Ketten, die sie einst gebunden hatten, erkämpfen konnte. Das ist gar nicht mal so viel, das ist gut. Der Name des Halbdrau war Valas Balaem del Farm. Valas Sklave von Farm. Als Kind war Valas ein Haussklave der Leuen, wuchs jedoch bald zu einem schlanken und starken jungen Erwachsenen heran, während die meisten Familien so gefährliche Sklaven nicht gerne. Das kennen wir doch alle schon. Kampffertigkeiten erlangte, genau. Steht da noch drinnen? Das Buch fährt fort, im Detail zu berichten, wie Valla entkommt und am Grat der Welt an dem Quellgebiet des Schwarzrabenflusses hervorkommt. Die ersten Männer, die er trifft, sind die Utgard-Barbaren des Schwarzrabenstammes am Rabenfelsen. Die Barbaren wussten mit Valla nichts anzufangen, der aus dem Nichts mit roten Augen, pechschwarzer Haut und Haar, halbnackt und mit blutigen Ketten um die Handgelenke auftauchte. Natürlich griffen ihre Mutigsten an und wurden prompt besiegt. Die Barbaren hielten ihn für einen Geisterkrieger, der gekommen war, um ihre Arroganz zu strafen. Sie tauften ihn den Schwarzen Raben, ein Name, den Valas für sich selbst erbat. Sie waren später traurig und doch etwas erleichtert, ihn gehen zu sehen. Valas bereiste die Welt, als der Schwarze Rabe kämpfte gegen Sklaverei und Gefangenschaft, wo immer er sie fand, und machte sich dabei eine Menge Feinde. Er sammelte einen streng loyaler Schüler, lehrte sie seine Ideale und Kampftechniken und kehrte letztendlich mit ihnen zum Grat der Welt zurück, um das Schwarzrabenkloster zu errichten.
Er starb am Ende friedlich an Altersschwäche und ist unter dem Kloster in seinem Grabmal nahe dem unterirdischen Quellgebiet des Schwarzrahmenflusses begraben. Damit endet die Geschichte. Entschuldigt bitte das Husten. Philosophie von Karatur. Das ist auch nicht viel. Zwei keusche Schukenia gingen im Regen eine Straße entlang, als sie einer schönen jungen Frau begegneten, die sich unter einem Baum untergestellt hatte. Sie bat die Mönche, sie möchten sie über einen kleinen Bach tragen. Der erste Mönch sprang der Frau sofort zur Hilfe, während der zweite im Stillen protestierte. Der erste Mönch hob die schöne Frau in seine Arme und trug sie über den Bach, setzte sie am anderen Ufer ab und ging seines Weges. Der zweite Mönch schwieg einige Minuten, wartete, bis die Frau außer Sichtweite war, dann wandte er sich an seinen Bruder. Uns Schukenia ist es untersagt, mit Frauen zu verkehren. Wie konntest du diese Frau so mir nichts, dir nichts über den Bach tragen? Der erste Mönch erwiderte, Bruder, ich habe die Frau schon lange abgesetzt. Weshalb hast du es nicht getan? Okay. Über die Gewaltlosigkeit. Ein Auszug. Wir Eldafüner. Was ist das denn schon wieder? Jetzt ist gut. Wir Eldafüner glauben, dass die einzig wahre Lebensart darin besteht, nicht gleich vor Wut um sich zu schlagen, selbst wenn alles gegen uns ist. Gewalt wird durch Leid hervorgerufen und produziert daher notgedrungen abermals Leid. Manche Kritiker versuchen, unsere Philosophie unter Verweisung auf die Natur zu widerlegen. Sie glauben, die Existenz von Stürmen und Beben beweisen, dass die Natur selbst nach dem Prinzip der Gewalt funktioniert. Dagegen spricht jedoch ein einfaches Argument. Die Natur mag ein Geschenk der Götter sein, doch sie verhält sich wie ein unabhängiges System. Sie ist sozusagen eine Wissenschaft für sich. Die Natur ist nicht von sich aus gewalttätig, denn die Neigung zur Gewalt ist eine Eigenschaft, die ausschließlich vernunftbegabten Wesen vorbehalten ist. Obwohl man von Naturgewalten spricht, ist die Natur nicht von sich aus zur Gewalt veranlagt. Natur ist einfach Natur. Gut zu wissen. Wir legen das mal aus Ordentlichkeit ins Bücherregal zurück. Hier, nimm. Wir wollen euch ja nicht beklauen. Wie so, du hattest ja nur noch dann das Buch, das sehr schön wäre, aber wenn wir weiterhin nur Müll finden, können wir das mal getrost vergessen, auch nur ansatzweise sowas zu kaufen. Wir speichern mal genau, wen haben wir hier? Mönch vermutlich, ja. Schwarzrabenwimpel. Nein, das geht so. Ja, alles klar. Noch mehr Mönch. Mönch und Mönch. Mach mal auf hier. Mir wurde gesagt, ich darf mir alles angucken. Aber habe ich etwas falsch gemacht? Pardon? Dolon, nein. Nein, aber natürlich nicht. Dolon, Daemba und Aruma Blaine. Ja, da sollen wir ja hin. Wir gehen mal eben wieder einen Schritt zurück. Wir kommen gleich wieder. Wenn wir die verschlossene Tür geöffnet haben. Schon gut. Ich nehme das mit dem mich umsehen sehr ernst. Wenn es euch Spaß macht. Ja, rein in die gute Stube, will ich doch mal sagen. Niemand ist zu Hause, ja, das ist ja schlecht. Keine leichte Schlecht Aufgabe. Für den, der hier wohnt. Besonders, wenn wir hier erstmal durchgegangen sind. Soll mir recht sein. Dolons Briefe. Das ist ja interessant. Das ist ein Satz Briefe an den Botschafter Dolon Daemba der Chimärenlegion. Jeder mit dem Legionssiegel versehen. Das ist ja interessant, da können wir den gleich mal auffliegen lassen. Eine davon bezieht sich auf einen Plan, die Aktivitäten des Klosters zu stören, indem Aruma Blaine die Stehen der Archimandriten gegen Ormes Doha, dem derzeitigen Archimandriten, jetzt für einen Besuch zum Sitz der Hauptstadt der Chimärenlegion in der abgetrennten Hand unterwegs aufgebracht werden soll. Als Ornes sich weigerte, sich auf
die Seiten der Chimärenlegion zu schlagen, wurde Dolon befohlen, Aruma zu verführen und zu korrumpieren und dann dafür zu sorgen, dass das Kloster sich aus den Angelegenheiten der Legion heraushält. Aha. Gleich richtig gegangen, würde ich mal sagen. Aha. Kann man ja schon stolz auf mich sein. Aber nur ab und zu. Geheimbünde nehmen wir vorsichtshalber mit. Eli ist das allein im besten Fall nochmal durch. Und Geschichte des Nordens 1. Nein. Jawohl, kein Problem. Was darf es denn sein? Geschichte des Nordens 1 ist langweilig. Kennen wir schon. Ich kenne es schon. Seras wäre besser. Betten zum Angucken. Hier, was da drin? Oh, verschlossen. Hier, ich komm mal her. Sofort drum. Mir wurde gesagt, ich darf alles angucken. Ich muss gucken, ob das stimmt. Wenn ich angelogen wurde, plötzlich alle ab. Nein, so schlimm ist es dann auch nicht. Ja, nehmen wir. Interessiert niemanden, alles klar. Ich habe mir auch gesagt, ich soll alles zurückgeben, was ich genommen habe. Walla der schwarze Rabe. Das ist das Buch, das wir kennen, oder? Ja, leg das mal zurück. Das braucht eh kein Mensch. Keiner hier benutzt Schleudern. Ja, das ist das Buch, das wir ausführlich studiert haben. So, mit Sersa reden wir gleich. Wir gucken erstmal noch hier oben hin. Geh doch einfach mal dahin. Danke. Ja, eigentlich müsste schon lange Schluss sein, aber. Das Aroma von frisch gebackenem. Vom Gebracken, ja. Es ist brackiges Brot. Das Aroma von frisch gebackenem Brot steigt aus dem erfrischend warmen Ofen auf und erfüllt die gesamte Küche. Ja, ist doch herrlich, kann man sich niederlassen. Was habe ich gerade gefunden? Hier, elfischer Heilwein. Der Elfenwein hat 2W8 TP, ja. Geschenkt, ne? Kann man mal benutzen, wenn man meint, aber. Natürlich. Die Säcke enthalten Mehl, Getreide und so weiter. Die Fässer enthalten fast all frisches Bergwasser und keinen Wein oder Bier. Die Mönche haben wohl keine Trinkgelage. Aber ja, Schweinerei hier. Richtig einen saufen, Jungs. Ah, dann halt nicht. Das soll nur aus euch werden. Ah, immerhin habt ihr Tee. Das ist schon mal gut. Ja, geht da mal lang. Oh, geht da durch die Tür. Schon gut. Ja, einfach durch die Tür. Genau. Oh, Mann. Sie hat schon gewusst, dass im Unsichtbaren jemand im Weg ist. Unglaublich. Ja. Mönch. Ich glaube mir, dass wir hier jemand anderes treffen. Mönch. Die Mönche verwenden die Holzschwerter vermutlich eher, um das Ausweichen oder Auffangen zu üben, als dass sie wirklich damit kämpfen. Ja, das ist mir gleich. Mönch. Svaltitharnasen oder irgendwie sowas. Und wir kümmern den Fahrrad mir nächstes Mal. Nee, hier ist ja mal eher so gar nichts. So, nächstes Mal müssen wir da nicht fast das mal zusammen, wir müssen hier hin. Aber erst müssen wir noch mit Sersa und mit Svaltet reden. Na, das tun wir dann auch mal. Hier, du kannst schon mal bin zu Svaltet kommen. Wir gehen sollen so lange hier schon sein. Mal hin. Oh, wieder so wie nix. Ihr wünscht. Kommt euch nicht mehr in den Weg als nötig. So. Ja. Gut. Ja, viel zu viel Zeit verschwendet. Aber wir haben ja auch Bücher gelesen, da darf man auch ein bisschen mehr Zeit brauchen. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.